weiterer wichtiger Punkt, wenn wir über neue Sozialpolitik reden, betrifft den Gesundheitsbereich. Also wir haben als Linksfraktion eine eigene Studienauftrag gegeben, wie man mehr Geld ins System holen kann. Und unser Vorschlag ist ganz klar, eine Gesundheitskasse, in die alle einzahlen, entsprechend ihres gesamten Einkommens, nicht nur des Einkommens aus Erwerbsarbeit. Also wer viel Geld verdient durch Spekulation etc., der sollte auch entsprechend diesem gesamten Einkommen dann in die Kasse einzahlen. Das hätte erstens zum Ergebnis, dass der Beitragssatz deutlich sinken könnte und wir mehr Geld im System haben. Und wir brauchen mehr Geld im Pflege- und Gesundheitsbereich. Warum? Zum einen, weil wir Zuzahlungen abschaffen müssten und zum zweiten, weil wir deutlich mehr Personal brauchen. Also die Situation im Pflege- und Gesundheitsbereich, und für mich gehört das zu einer vollständigen Sozialpolitik mit dazu, ist ja wirklich, dass dort Leute sagen, die diesen Beruf erlernt haben, weil sie gerne mit Menschen arbeiten und eben nicht unbedingt am Fließband im Minutentakt arbeiten wollen, haben mir viele Beschäftigte gesagt, es ist inzwischen wie, als ob du am Fließband im Minutentakt am Menschen arbeiten musst. Und da kommen die Menschen unter die Räder auf beiden Seiten. 12. September ist ja so ein Händedesinfektionstag. Ja. Ja, dieser Tag hat eine politische Bedeutung und das ist sozusagen, das haben wir Beschäftigte immer wieder gesagt, weil inzwischen ist manchmal so ein Druck in diesen Pflegeeinrichtungen, dass sie es nicht schaffen, zwischen zwei Patienten oder zwei Kunden sich die Hände zu desinfizieren. Ja? Aber der Aufenthalt in einem Krankenhaus soll doch die Menschen gesünder entlassen und nicht mit gefährlichen, lebensgefährlichen Keimen belastet entlassen. So. Also hier müssen wir ran und wir haben nicht erst im Wahlkampf gesagt, die soziale Gerechtigkeit gehört für uns. Mehr Personal in diesen Bereichen, die müssen auch gut entlohnt werden, sondern wir unterstützen seit Monaten, seit Jahren die Kämpfe der Beschäftigten um eine bessere Personalbemessung. Jetzt sind wir bei einem Punkt, da werden bestimmt die direkt. Ich habe jetzt über die Alltagskämpfe gesprochen, ich finde es aber auch wichtig, dass wir, damit wir nicht selber in so einem Hamsterlaufrad all der vielen Abwehrkämpfe, die zu führen sind, komplett unsere Kraft verausgaben, auch immer noch mal den Horizont öffnen. Wie sollte denn eine Gesellschaft aussehen, für die es sich lohnt zu streiten? Nun bin ich bekanntermaßen eine demokratische Sozialistin, aber ich finde, es lohnt sich nochmal drüber zu reden, wie könnten Transformationsprojekte aussehen, die wirklich nochmal die Gesellschaft grundlegend verbessern. Und da möchte ich hier über zwei Sachen reden, die bei uns auch kontrovers diskutiert werden. Das will ich ganz klar sagen. Das eine ist das bedingungslose Grundeinkommen. Da ist bei uns in der Partei nicht entschieden, ob das eine Mehrheits- oder eine Minderheitenposition ist. Aber wir haben gesagt, wir finden diese Debatte spannend und wollen deswegen, dass es auch im Bundestag eine Enquete-Kommission dazu gibt, um die gesellschaftliche Debatte voranzubringen. Wann reden wir von einem bedingungslosen Grundeinkommen? Wir reden von einem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn alle Menschen, die in einem Land dauerhaft leben, alle Erwachsenen, eine monatliche Summe bekommen, die ihnen ein Mindestmaß an Teilhabe gewährleistet. Also ich spreche jetzt ganz rund, so, die müsste bei 1000 Euro liegen. Es gibt Berechnungskonzepte von der Bundesarbeitsgemeinschaft bei uns, die liegen bei über 1070 Euro. Aber fürs einfache Sprechen und Rechnen sage ich jetzt mal, das ist so die Grenze, also die Armutsrisikogrenze sollte eine Grenze sein, 1000, 1050 Euro. Es muss ein individuelles Recht schauen, dass man nicht sagt, bist du verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden, mit wie vielen Menschen lebst du zusammen, sondern jeder Erwachsene bekommt das und man entscheidet dann selber, mit wie vielen Menschen man zusammenlebt oder alleine. Es muss ein Recht sein ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Pflicht zur Gegenleistung. Wenn ich sage ohne Bedürftigkeitsprüfung, schrillen ja bei einigen die ersten Alarmglocken. Ich will jetzt auch, dass der Millionär das bekommt. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass Bankvorstände und Millionäre mehr Geld haben. Aber ich sage mal im Gegenzug, wenn man Bedürftigkeitsprüfung denkt, dass das besonders stark Millionäre betrifft, ich glaube, das ist ein Irrtum, sondern die Idee ist natürlich, Leute, die richtig viel Geld haben, müssen, damit ein Grundeinkommen finanzierbar ist, unterm Strich deutlich mehr bezahlen. Also wir haben so gesagt, also so etwas unterhalb von Bundestagsabgeordneten, die bekommen zwar am Monatsanfang ein Grundeinkommen, müssten aber später so viel mehr an Steuern bezahlen, um das zu finanzieren, dass sie unterm Strich weniger hätten. Dafür hätte jeder die Sicherheit, wenn es mal eine Krise im Leben gibt oder alle Menschen, die man mag und kennt, alle haben einen sicheren Grund, auf dem sie stehen, das ist das Grundeinkommen. Was ist der große, und ich finde mal noch eine zweite Sorge, die damit oft verbunden wird, aber wenn es alle bekommen, wer geht denn dann noch arbeiten? Das ist immer meine Gegenfrage, was würden Sie denn machen, wenn Sie 1000 Euro im Monat sicher hätten? Den ganzen
Tag vom Fernseher liegen. So toll ist das Fernsehprogramm auch nicht. Ganzen Tag in der Hängematte oder in diesem schönen Café sein, das ist gerade eine verlockende Sache. Aber nach ein paar Tagen wird es einem vielleicht auch langweilig. Und die meisten sagen, ich würde vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, mehr von meinem Chef einfordern, weil ich bin ja nicht mehr so erpressbar. Aber mein Nachbar, oder? Also jemand hat irgendwie immer einen Nachbar, von dem man vermutet, dass er das nicht nutzt. Ich würde ja sagen, vielleicht ist es ja auch so, dass in jedem Menschen beides angelegt ist. Ein innerer Schweinehund, aber auch das Bedürfnis, sich in diese Gesellschaft einzubringen und irgendeine Tätigkeit zu machen, wo man sich selber verwirklicht, wo man was Sinnstiftendes macht. Und die Frage, was bei den Menschen zum Durchbruch kommt, ist auch eine Frage von gesellschaftlichen Verhältnissen, was man von klein auf gelernt hat. Also ich hatte das große Glück, dass meine Eltern unglaublich rege Menschen waren, vielseitig interessiert, die mich sozusagen motiviert haben, so viel zu machen, dass ich immer dachte irgendwie, wie schade, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Ich möchte jeden Tag so 48 Stunden reinpressen, ja, und jetzt, ich brauche keine Stechuhr früh, um sozusagen den Tag voll Energie in Angriff zu nehmen und alle Dinge zu machen, jetzt unabhängig, ob es Geld gibt oder nicht. Und ich würde sagen, Ziel muss doch sein, dass das Bildungswesen so angelegt ist, dass es die Leute ermutigt, sich sinnstiftend einzubringen und dass es nicht die finanzielle Daumenschraube ist, die Menschen dazu bringen, weil dahinter steht ja was anderes. Und das ist für mich der starke Vorteil mit vom Grundeinkommen. Ich möchte, und das sage ich auch klar, ich bin ja selber Gewerkschaftsmitglied, aber an die Adresse von Gewerkschaftern, ich möchte, dass das Grundeinkommen auch genutzt wird, um die Wehrhaftigkeit von Beschäftigten zu verbessern. Also okay, niemand von uns hat eine Garantie, was passiert, weil es gibt keine Grundeinkommensgesellschaft. Aber wir wissen, was passiert, wenn das Gegenteil vom Grundeinkommen herrscht, nämlich Hartz IV. Hartz IV ist in allen Punkten das Gegenteil vom Grundeinkommen. Und im Zuge von Hartz IV hat die Bereitschaft, ungesunde Arbeitszeiten zu akzeptieren und schlechte Löhne zu akzeptieren, zugenommen. Das ist nicht nur unsere Behauptung, das hat das IAB, ein Institut, festgestellt. Die waren darauf ganz stolz, bei denen heißt das dann, die Konzessionsbereitschaft hat zugenommen. Logisch, ja, die sind so da, lassen die Leute mehr mit sich machen und sind nicht mehr so wählerisch. Und wie das wirkt, das kann man sich ja vorstellen, wenn man zu seinem Chef sagt, also entweder man hat Glück und ist in einem Unternehmen, wo es eine starke Gewerkschaft gibt und wenn man sich gegen unbezahlte Überstunden zur Wehr setzen will, funktioniert das, aber es ist eben nicht in jedem Unternehmen so und in jedem Arbeitsverhältnis. Und wenn man dann zu seinem Chef sagt, finde es aber falsch, unbezahlte Überstunden machen zu müssen, dann sagt, na, du kannst ja auch mal probieren, wie das Leben mit Hartz IV ist, dann beißt man eher die Zähne zusammen. Und das Grundeinkommen setzt halt die Leute in die Lage, wehrhafter zu sein. Und wenn es dann kämpferische Gewerkschaften gibt und eine starke linke Partei, dann könnte man noch mal ganz anders an ein starkes linkes Thema ran, nämlich die Demokratisierung der Wirtschaft. Dass wir nicht nur über die Gestaltung von Arbeitszeiten diskutieren, sondern auch darüber, wie produziert wird und was produziert wird. Und die Frage, was produziert wird, ist ganz wichtig im Sinne des sozial-ökologischen Umbaus. Ja. Auch im Sinne übrigens der friedlichen Konversion. Und ein weiterer wichtiger Punkt fürs Grundeinkommen ist für mich, ich verstehe das schon als ein Katalysator für Arbeitszeitverkürzung. Und das ist ein weiteres, wie ich finde, sehr wichtiges Projekt, nämlich das Ziel, mehr Zeitwohlstand für alle. Weil irgendwie, ich glaube, das hat auch ganz viel mit dieser Wirtschaftsweise zu tun, ist in dieser Gesellschaft sind die Tätigkeiten so verteilt, dass es für alle Seiten gelämmert ist. Also wer langzeiterwerbslos ist, hat oft das Gefühl, in der verfestigten Erwerbslosigkeit zu sein. Viele, gerade Frauen, stecken im Einzelhandel so in nur 10-Stunden-Verträgen fest. Dieses berühmte Rückkehrrecht in Vollzeit ist für viele Frauen im Einzelhandel nützt es gar nichts, weil die noch nie in einer Vollzeitstelle waren. Während es im Gegenzug diejenigen, die eine Vollzeitstelle haben, mindestens unter Arbeitsverdichtung leiden, viele Überstunden, man gibt es ja von der IG Metall, ist ja wirklich zu verdanken, so eine Umfrage, ja, dass die reelle Arbeitszeit oft über der tariflichen Arbeitszeit liegt. Übrigens auch die Verteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern ist für beide Seiten blöd. Frauen wollen, das wissen wir, also leisten überproportional viel unbezahlte Familien- und Pflegearbeit, im Durchschnitt 50% mehr. Und Männer sozusagen sagen, dass sie da gerne mehr Zeit mit Familie verbringen würden, sie aber nicht können, weil sie oft noch in vielen Konstellationen zumindest in der Haupternährerrolle sind und dann eher, wenn die Kinder kommen, noch mehr Zeit auf Arbeit zubringen. Und da würde ich sagen, das muss gerechter verteilt werden, damit beide genügend Zeit für Familie und Pflegearbeit haben. Ich sage das manchmal etwas mit einem Augenzwinkern. Ich weiß vom Leben mit meiner kleinen Tochter, dass Familienarbeit, Erziehungsarbeit was Wunderschönes ist, Liebevolles, Sinnstiftendes. Und ich finde, das darf man auch den Männern
vorenthalten. Also mein Mann und ich, das ist nicht einfacher, wir haben uns darauf verständigt, wir machen das wirklich 50-50 jeden zweiten Tag. Im Schnitt holt ein anderer von uns das Kind aus der Kita ab und sagt dann immer zu den Frauen, wir dürfen diese Pflegearbeit den Männern nicht vorenthalten. Die haben auch das Recht, jede zweite Windel zu wechseln. Ja? Die Zeit vergeht so schnell und das kriegt man nicht zurück. Und im Gegenzug würden wir dann die gut bezahlten Führungspositionen ein bisschen ihnen abnehmen und da ein bisschen helfen. So, was das anbelangt. Also das ist jetzt natürlich mit den Augenzwinkern erzählt, aber dahinter steht schon etwas, nämlich so wie die Arbeit jetzt verteilt ist, wird ganz vieles als Bedrohung empfunden. Nehme nur mal das Stichwort Digitalisierung und Roboterisierung. Das erleben ja, und so wie die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sind, stimmt das auch, und damit komme ich dann auch schon zum Ende, stimmt das ja auch, dass irgendwie die Tatsache, dass Maschinen, Technik, Algorithmen uns Arbeit abnehmen, wird ja als eine Bedrohung empfunden. Aber dass wir eigentlich alle weniger arbeiten müssten in Summe, um alles, was diese Gesellschaft braucht, zu produzieren, wäre doch an sich etwas, wo man sagen kann, das kann auch in mehr Lebensqualität für alle münden. Es ist nur eine Verteilungsfrage. Und da müssen wir ran. Ich finde auch, um uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, die Früchte des technischen Fortschritts. Du wirst technischen Fortschritt nicht aufhalten können. Das haben Maschinenstürmer seit Jahren probiert. Das war immer am Ende ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Aber was wir sicherstellen müssen, ist, dass die Früchte des technischen Fortschritts allen zugutekommen, nicht nur einigen Inhabern von großen, sag ich mal, Internetkonzernen und anderen großen Konzernen, sondern alle. Und deswegen schlage ich vor, dass wir in einer großen linken Tradition anknüpfen, die Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung, die nichts an Aktualität verloren haben, die es an allen Ebenen zu führen gibt. Und ich würde sagen, Ziel muss sein, dass die Arbeitswoche der Zukunft um deutlich weniger Arbeitsstunden kreist, aber dann für alle, die wollen. Und das Ziel muss sein, dass es für die anderen schönen Dinge im Leben, wie Familie, Freunde, aber auch für politisches Engagement und für Muse, mehr Zeit gibt. Das war der breite Horizont. Um all diese Fragen würde es nicht direkt bei der Niedersachsenwahl gehen. Aber ich will nur sagen, damit wir nicht nur über Abwehrkämpfe reden, braucht es auch eine starke Linke hier im Niedersächsischen Landtag, damit wir die Alltagsprobleme im Angriff nehmen können, konkrete Hilfe im Alltag leisten können und auch darüber diskutieren können, wohin soll die Reise gehen in diesem Land. Denn eins, glaube ich, steht fest, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Dann werden all die Krisen und Sorgen und Probleme nur zunehmen. Und das können wir nicht zulassen, denn es geht um nichts Geringeres als um das Kostbarste, was wir haben, nämlich unser Leben und wie wir das gestalten. Vielen Dank. Tja, also hier kamen am Ende von Katja die Stichworte, die ich mir auch rausgesucht hatte, nämlich Sorgearbeit und Digitalisierung. Deswegen muss ich das nicht nochmal wiederholen. Aber ich würde auch zum Thema Sorgearbeit noch eine Sache ergänzen. Einer der Gründe, warum jetzt die Frage der Pflege und der Versorgung von alten Menschen so auf der Tagesordnung steht, ist, dass es sich genau um die Art von Sorgearbeit handelt, die historisch von Frauen im Haushalt gemacht wurde. Und wenn Frauen jetzt erwerbstätig sind, sich nicht mehr um die Alten in der Familie kümmern, zu Hause, weil sie erwerbstätig sind, dann muss das irgendwie gesellschaftlich finanziert werden und dafür wird dann Personal benötigt. Das Personal muss bezahlt werden. Die Kosten waren vorher auch da, nur die sind nicht monetär wirksam geworden, weil das überwiegend fast ausschließlich Frauen zu Hause unbezahlt gemacht haben. Es gibt natürlich in dem Punkt noch einen anderen Faktor, nämlich den Fortschritt der Medizin. Menschen werden viel älter, das ist eigentlich was ganz Tolles. Das heißt auch, dass die älteren Menschen jetzt Pflege brauchen, versorgt werden müssen. Und wenn dieser Kapitalismus, der diesen ganzen technischen Fortschritt produziert hat, dazu nicht in der Lage sein sollte, ja, dann war das vielleicht doch so keine gute Idee mit dem ganzen technischen Fortschritt. So, also den Punkt und damit jetzt zur Landespolitik. Das Krankenhaus in Sprinne ist ja geschlossen und das Krankenhaus in Gerden gibt es nach wie vor. Das wird auch bestehen bleiben nach der Planung. Aber deswegen hängen wir ja gerade dabei, wie kriegen wir den öffentlichen Nahverkehr hin? Was ist mit den Leuten, die jetzt von Sprinne zum Krankenhaus nach Gerden müssen? Kann man konkret Anträge stellen? Das ist dann meistens ein ziemliches Hickhack. Es gibt auch einen anderen Punkt mit der Sorgearbeit. Was betrifft natürlich nicht nur die Betreuung der Alten, sondern auch die Betreuung der Kinder. Das heißt, wir brauchen Kinderbetreuung flächendeckend, wir brauchen auch zu den Zeiten, in denen die Eltern Erwerbstätigkeit sind, weil das Modell, was in 15 und 16 Jahren ausschlaggebend war, die Frau ist zu Hause und kann sich um Kinder kümmern, der Mann arbeitet, halt nicht mehr geht. Also müssen die Kinder betreut werden, zumindest während der Hauptarbeitszeiten, und dafür brauchen wir
Pläne in Kinderbetreuung. Und dann kriegen wir das Problem mit der Landespolitik, weil das in Gern im Stadtrat elende Debatten, Sonderkommission tatsächlich, Arbeitskreis Kinderbetreuung, wie kriegen wir diese Zeiten hin? Wie kriegen wir die Gebäude hin? Wie kriegen wir die Versorgung hin? Was machen wir mit dem Mord? Was machen wir mit der Hausaufgabenbetreuung? Und die anderen Parteien drücken sich da, also CDU, SPD und FDP, drücken sich da so ziemlich drum rum, weil sie können ja nicht direkt sagen, ja, tut mir leid, wir haben das Geld nicht. Und da haben wir nämlich das Kern des Problems. Die Kommunen sollen diese Kindergärten, diese Betreuung bereitstellen, haben aber nicht die finanziellen Mittel. Der Bundestag hat Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz beschlossen, aber nicht gleich die ganze Finanzierung sichergestellt. Es gibt dann so Sofortprogramme auf Landesebene, aber die sind immer nur kurzfristig, es wird nichts Grundlegendes gemacht. Und das ist einer der Gründe, warum die Linke unbedingt in den Landtag muss. Weil so nett manche Abgeordnete von den Grünen im Stadtrat auch sind, die Grünen alleine werden das auf Landesebene nicht durchkriegen. Da brauchen wir die Linken.